Also er klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Der klingt sogar richtig gut, muss man sagen. Da war ein Bunny drin, Bro. Das ist ja... Ein Bunny, Bro, ein Bunny. Ja, ich weiß. Schule war für den Arsch, irgendwann kommt schon. Der Tag hatte schon immer Potenzial. Keiner von euch weg sein, hat er mich geglaubt. Aber jetzt zeig ich's den Pissern um. Yo, Leute, was geht ab? Wir sind gerade unterwegs im M3. Und ja, wir haben uns gedacht, wir machen mal ein kleines Abo-Treffen hier in Nürnberg. Viele haben es sich ja gewünscht, die wollten einfach mal uns kennenlernen oder das Auto mal sehen, in Natura live erleben und hören vor allem. Oh, schöner RS5 da gerade vor uns. Hören wir mal, ob das Sound hat. Also er klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Klingt sogar richtig gut, muss man sagen. Da war ein Bunny drin, Bro. Das ist ja... Ein Bunny, Bro, ein Bunny. Ja, ich weiß. Ja, leck mich am Arsch. Also nicht das... Jebiger. Sowas feiere ich, Leute. Und da geht es mir jetzt nicht darum, dass ich sage, wow, da hockt irgendwie ein Mädel dahinter, sondern allgemein, dass es auch eben Mädels gibt, die sowas feiern. Das ist ein richtig geiler RS5, der hat ordentlich Sound, der knattert schön. Jetzt machst du schön noch ihren Spoiler hoch hinten. Und die feiert es einfach, der hat jetzt voll gegrinst und schöne Downshifts und ein bisschen Gas gegeben. Da muss ich sagen, sowas finde ich richtig, richtig cool. Ja. Und da kommt auch gleich das Abo-Treffen in Vergessenheit. Aber ich komme noch mal schnell zurück. Angedacht ist, oh, Pollenalarm, ist der Sonntag, der Pfingstsonntag. Welches Datum ist es jetzt genau? Pfingstsonntag ist... Ja. Yep. Ja, nicht ja, yep, sondern du sollst mir das Datum sagen. Ach so, Pfingstsonntag. Pfingstsonntag ist der 4. Juni, also 4.6. wollen wir ein Abo-Treffen veranstalten. Und zwar nicht nur mit mir und hier mit dem guten Andi und dem M3, sondern auch mit Danny von Life of Danny und mit Michi von Michi Petrolhead. Ja, sprich, das wird was richtig Großes, das wird eine kranke Feier. Und ja, es werden auch noch ein paar andere krasse Autos, sag ich mal, kommen. Also ihr dürft gespannt sein. Ja, was es für genaue Autos sein werden, lasst euch überraschen. Ich schaue noch, was ich alles organisieren kann. Ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht werden, das verspreche ich euch. Jetzt ziehen wir mal kurz rüber. Geil, 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 sowas finde ich echt super. Warte, dann schauen wir mal, die Kamera irgendwie das so hinkriegen. Nicht wahrscheinlich, ne? Vom Block in den Lambo, ah ja, yeah, Coco Jumbo. Luxus ist beruhigend, wie es mir geht, Alhamdulillah muy bien. Trink einen Schluck von dem Hennessy und lächle in die Kamera wie Kennedy. Mann, ich mach sogar ein Habs Money aus der alten Generation Bugs Bunny. Mann, ich mach sogar ein Habs Money aus der alten Generation Bugs Bunny. Blitzlicht, wenn ich auf die Party komm. Mehr solcher Menschen geben, ganz ehrlich. Und wie gesagt, da geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, keine Ahnung, da hockt ein hübsches Mädel oder sonst was. Darum geht es mir jetzt gar nicht. Ihr wisst ja, ich bin glücklich verlobt und bald verheiratet. Aber die hat es einfach gelebt und gefeiert. Und genau das finden wir auch richtig, richtig geil zum Feiern. Und ja, jetzt noch mal kurz zurück zum Abo-Treffen. Ja, das passt schon, der macht nur auf dunkle Bildschirme. Merkt euch einfach, Pfingstsonntag, 4.6. haben wir gesagt, ne? Die Location steht noch offen, ja, es ist noch nicht ganz fest. Wir haben uns überlegt, Steintribüne am Dutzendeich, eigentlich die perfekte Location. Das Problem ist aber, ich meine, ich habe nichts gegen dieses Event oder gegen die Leute,
aber es ist leider genau an diesem Wochenende Rock im Park. Und ihr wisst, was das heißt. Dort wird gezeltet, gesoffen, gefeiert. Es ist alles abgesperrt, also das kannst du eigentlich auf Deutsch gesagt vergessen. Sprich, wir brauchen definitiv eine Alternative. Und ja, da sind wir jetzt momentan am Gucken. Ich würde euch empfehlen, und das ist jetzt nicht irgendwie, weil ich hier für mich Werbung machen möchte, da ich nicht weiß, ob ich vorher noch ein passendes Video raushauen kann zu der geeigneten Location, möchte ich euch bitten, folgt mir oder folgt uns auf Instagram. Wir werden dort die Location rechtzeitig bekannt geben. Uhrzeittechnisch, ich würde mal sagen 12, 13 Uhr sowas. Und ich hoffe, dass auch nicht allzu viele von euch in Urlaub fahren. Pfingstwochenende bietet sich eben gut an. Montag ist noch Feiertag, das heißt, wir können nach der Party sozusagen noch gemütlich ausschlafen. Gerne auch bin ich bereit mit dem einen oder anderen von euch. Bitte habt Verständnis, wenn es vielleicht nicht mit jedem klappt, aber wenn ich mit dem einen oder anderen von euch mal die eine oder andere Runde hier mit dem M3 drehe. Wie gesagt, Danny ist dabei, Michi ist dabei mit ihren Maschinen. Ich denke, das Wetter sollte hoffentlich passen. Rock im Park, leider immer teilweise ein verregnetes Wochenende und fällt oft ins Wasser. Ich hoffe, es wird gutes Wetter, oder? Hast du ein bisschen Sonnenstrahlen und gutes Wetter und gute Temperatur mitgebracht aus Miami? Definitiv. Okay, sauber, so muss es sein. Ja, Leute, wir müssen uns jetzt einfach nochmal zu Wort melden. Wir haben jetzt, glaube ich, die letzten 5 Minuten über diese krasse Aktion gerade mit dem RS5 diskutiert und geredet. Und gleich nochmal vorneweg, auch falls das Mädel das sieht oder unsere holden Damen zu Hause. Es geht gar nicht darum, dass sie sagen, wow, hier Mädel hinterm Steuer, sonst was, sondern einfach diese Aktion halt, dass es was sowas von Seltenes ist. Ich meine, meine Verlobte fährt bestimmt auch mal das eine oder andere Mal eben mit meinem M3 und gibt vielleicht ein bisschen mehr Gas oder haut einen Downshift raus und feiert es genauso. Aber dieses Mädel, man hat wirklich gesehen, die lebt es halt. Und ja, also auf jeden Fall coole Aktion, weil man erwartet es halt nicht. Man denkt eigentlich so stereotypisch, das ist ein Typ halt, da hockt ein Typ dahinter. Und wir wurden auf jeden Fall krass positiv überrascht und eines Besseren belehrt. Also auf jeden Fall coole Aktion. Grüße gehen raus und RS5, hätte nicht gedacht, dass der so verdammt geil klingen kann, oder? Der hat sich echt gut angehört. Gut. Rechts, oder? Ja. Also matt schwarz auch noch dazu. Ja. Und definitiv keine Serienabgasanlage. Und hat dann noch folgedessen auf unsere Aktion, auf unsere Reaktion, dass wir, wenn wir das so gefeiert haben, hat dann dieses Mädel dann auch die Dinge hochgefahren. Die, wie heißen die? Den Heckspoiler meinst du? Den Heckspoiler. Also wo wohnst du jetzt hier? Ne? Ist auch was umgezogen. Das war natürlich richtig geile Aktion gewesen. Ja. Und ja, wie gesagt, sowas erwartet man einfach nicht. Ja. Man erwartet einfach einen Typen, wie logisch, am Steuer und dann hockt einfach ein Mädel dahinter mit einem solchen Grinsen und Lächeln, wo du dir denkst, wie bei Fast and Furious. Feiert das richtig. Fast and Furious Tokyo. So einen RS5. Zu fahren und ja, es war einfach nur geil und das Ding hat einfach ordentlich gebaut. Ja, richtig geiler Sound, Leute, ohne Scheiß. Wurde gleich doppelt eines Besseren belehrt. Ich dachte, mein M3 ist laut, aber ich glaube, das Ding war auch mindestens genauso laut, mindestens. Aber hat sich auch gut angehört, also es war jetzt nicht irgendwie nur Krach. Ja, und coole Aktion auf jeden Fall. Ich wünsche jetzt noch ein schönes Wochenende. Haut rein, bis dann, ciao. Almas. FC Bayern Munich. Yeah.